Hui. Wow, bitte nicht. Nein. Ah, ist das der richtige Schlüssel? Scheinbar nicht. Oh, ist das nervig. Genau deswegen habe ich einen Chauffeur. Das ist aber der richtige. Ah, na endlich. Gut gemacht, Fahrer. Hoffentlich steht meine Frisur noch. Oh nein, mein Schuh. Ich hab sie, Ma'am. Oh, so starke Arme. Ich habe so gut geschlafen. Ich sollte mein Gesicht waschen. Feste Schrubben. Das fühlt sich gut an. Jetzt noch abwaschen. Hä? Wo bleibt das Wasser? Ich hab's. Ach, der Regen tut's auch. Eine natürliche Dusche. Ich riech schön sauber. Heute muss ich wieder viel Geld ausgeben. Wie anstrengend. Naja, irgendwer muss es ja ausgeben. Ich fühle mich fabelhaft. Zeit für eine Dusche. Was zum... Nein, Wasser? Nicht mit mir. Das ist viel besser. Das fühlt sich so toll auf meiner Haut an. Goldene Seife. Sowas von exklusiv. Das ist genau das Richtige für meine Haut. Mein Geschmack ist extravagant. Meine Gesichtsmaske? So schön auszusehen, kostet so einiges. Das reicht. Danke sehr. Das fühlt sich hervorragend an. Das habe ich gebraucht. Etwas Ruhe. Butler, mehr Seifenblasen. Sofort. Mittagspause? Endlich. Ich bin so hungrig. Darauf habe ich mich gefreut. Hä? Das ist nur eine Fliege. Schlecht riecht es nicht? Nope, es stinkt abartig. Das ist ungenießbar. Naja. Hey, ich habe eine Idee. Ha, erwischt. Ramen, nice. Ich liebe kostenloses Essen. Fehlt nur noch etwas Wasser. Und die Stifte sind meine Essstäbchen. Wann sind die lang? Schwieriger als ich dachte. Ich gebe auf. Lecker. Hallo? Der Service ist hier grottig. Das heutige Special, Mom. Das ist so schäbig. Sie mögen also keine Pizza? Bin gleich wieder da. Frisches Sushi für Sie. Nein. So eine Diva. Wie war das? Muss ich meinen Papa anrufen? Bitte nicht, Mom. Ich sehe, was sich tun lässt. Oh, diese Cupcakes sehen gut aus. Lass sie her. Guten Appetit. Dieses Foto landet sofort auf Insta. Bring mir das Essen. Absolut reine Diamanten, Mom. Schon wieder? Wie langweilig. Oh, Gold. Sehr fein. Dankeschön. Das sieht köstlich aus. Ich sollte den Diamanten eine Chance geben. Mein Lob geht raus an den Küchenchef. Ich bin fertig. Mehr schaffe ich nicht. Hier, das ist dein Trinkgeld. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ich sehe so gut aus. Ich liebe Lippenstift. Oh, hi Mandy. Ich bin spät dran. Du hast nichts verpasst. Ich hol besser meine Sachen raus. Oh nein! Das fühlt sich nicht gut an. Der Deckel von meinem Slime ist aufgegangen. Das ist nicht gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh oh, das gefällt mir wirklich gar nicht. Alles über meine Hefte. Was ist los? Oh. Meine ganze Arbeit ist ruiniert. Das kann ich so noch nicht benutzen. Okay, nicht weinen. Irgendwas muss ich doch tun können. Dieses Glitzergel bringt mich auf eine Idee. Ah, ich weiß! Was tust du denn da? Vertrau mir, ich mach das schon. Das lässt sich ganz einfach beheben.
Als erstes schneide ich den Bereich aus, der mit Schleim bedeckt ist. Und das brauche ich nicht mehr. Dann brauche ich eine Plastiktüte und falte sie. Und da gieße ich etwas Glitzer rein. Ich verwende unterschiedliche Farben und Arten. Ich brauche ganz schön viel davon. Nun kommt der durchsichtige Kleber dazu. Er muss auch auf die untere Kante der Tüte. Das reicht, jetzt kann ich sie versiegeln. Dann klebe ich sie zu. Ganz genau das, was ich wollte. Und nun nehme ich das Heft und öffne das Cover. Ich trage innen überall Kleber auf. Einmal komplett um alle Seiten, das sollte reichen. Und nun kann ich die Glitzertüte in das Heft kleben. Ich drücke alles schön fest, damit nichts verrutscht. Und ich lasse es gut trocknen. Das macht wirklich Spaß! Mandy wird das voll feiern! Oh, wow! Das ist einfach großartig! Wow! So weich! Das beste Heft, das ich je hatte! Danke, Ashley! Ach, nichts zu danken. Ich kann auf deine Stimme zählen, oder? Absolut! Oh, nicht noch eine Stimme für Ashley. Yes, ich wusste, dass das klappen würde. Jetzt muss ich einfach gewinnen. Das gerät etwas außer Kontrolle. Ich muss was unternehmen, aber was? Das ist aber ein großer Riss in Sunnys Pulli. Und die perfekte Gelegenheit, Stimmen für mich zu gewinnen. Das wird einfach großartig. Hey, der gehört mir. Was machst du da? Psst, warte einfach. Ich verwandle es in etwas ganz Besonderes. Ich brauche etwas weiße Wolle von Sunnys Top und werde dann kreativ. Ich beginne mit der Wolle und dem Lineal. Ich wickle die Wolle um das Lineal und schiebe sie zusammen. Alles Überschüssige wird abgeschnitten. Und nun brauche ich Sunnys Notizbuch. Ich stelle das Lineal einmal auf und trage etwas Kleber auf. Zum Glück habe ich so eine ruhige Hand. Und dann klebe ich es auf den Block. Ich schneide die Wolle ab vom Lineal. So weit, so gut. Das mache ich einmal über den kompletten Notizblock. Dann glätte ich das Ganze und gebe Blumen hinzu. Sieht aus wie Gras. So weich. Hier bitte sehr, Sunny. Wow. Ich liebe es. Danke, Justin. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Voll entspannt. Ein Stück Natur in meiner Hand. Wo hatte denn nur die Wolle dafür her? Ach, das ist doch nicht wichtig. Oh, und nicht vergessen, für mich zu stimmen. Stimmt, ja natürlich. Es funktioniert einfach immer. Oh-oh. Ich hoffe, Sunny hat den Pulli sowieso nicht gemocht. Die Zeit ist fast um. Oh, es ist wirklich knapp. Schwere Entscheidung. Hey Leute, ich brauche eure Hilfe. Für wen soll ich stimmen? Ashley oder Justin? Schreibt's unten in die Kommentare. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Shh. Nana, Kleines. Wow, was für ein Tag. Gucci Goo. Wer ist das süßeste Baby? Oh, hi. Ignoriere sie einfach, mein Schatz. Du weißt, ich kann dich hören, oder? Wow, bitte keine Paparazzi. Ich kann's nicht glauben. Halt mal mein Baby. Was hast du vor? Oh, bekomme ich ein Autogramm? Ich bin dein größter Fan. Ich will auch ein Autogramm. Bin gleich wieder da. Regnet es Babys? Gibst du mir auch eins? Für meine Freundin Ashley. Wie wär's nur mit meinem Namen? Deine Haare sind so weich. Bitte, mach das nicht. Im Ernst, hört auf damit. Wachtmeister, hier drüben. Ich bin gerade so wütend. Belästigt keine Promis. Oh, und lasst eure Babys nicht alleine. Ihr fahrt ein. Nein, das darf nicht wahr sein. Orange ist nicht meine Farbe. Oh, da bist du ja. Mami hat dich vermisst. Achte darauf, dass der schön glänzt. So, Mami. Gut gemacht, Kleine. Und die schöne Prinzessin widerstand dem Ausverkauf im Shoppingcenter. Wow, sie ist so tapfer. Sie bekam aber das Kleid ihrer Träume. Oh, es ist Essenszeit. Mal sehen, was wir bekommen. Ich habe großen Hunger. Hey, wo bleibt das Essen? Ja, füttere uns. Hier, nimm den. Hoffe, du bist eine Naschkatze. Was? Das ist alles? Ein Zuckerwürfel? Ich muss zugeben, das ist eine bittere Enttäuschung. Soll das ein Witz sein? Mami, ich will mit dem Manager sprechen. Ich kann nichts machen. Das esse ich nicht, Mami. Hey, du musst uns was anderes geben. Es wird sich auch für dich lohnen. Mach was. Okay. Wo ist unser Essen?
Schau dir die Gitter an. Hey, sind das Süßigkeiten? Das ist schon besser. Mh, lecker. Danke, das ist perfekt. Erzähl's aber niemandem. Warum dauert das so lange? Iss einfach die Stangen. Bist du verrückt? Wow, das ist ja fantastisch. Das Gefängnis ist doch nicht so übel. Und dann heißt es, Verbrechen lohnt sich nicht. Ha! Oh, da kommt das Essen. Darauf habe ich mich schon gefreut. Gibt's Suppe? Nudeln? Es sind Nudeln, stimmt's? Nein. Guten Appetit. Ist das ein Scherz? Naja, besser als nichts. Damit habe ich nicht gerechnet. Wollen wir teilen? Nein, das will ich nicht. Ich will Süßigkeiten. Wovon redest du? Das gibt's doch nicht. Mh, so lecker. Das würde dir auch schmecken. Aber keine Bange, Mami hat einen Plan. Ich werde uns was Leckeres machen. Dafür brauche ich nur eine Kerze. Ich halte den Löffel über die Flamme und lass den Zucker schmelzen. Aber ich will den nicht verbrennen. Der soll nur schön karamellbraun werden. Hm, das riecht gut. Da stecke ich einen Holzspieß rein und warte, bis es fest ist. Schon haben wir einen Lolli. Das ist ein Gefängnis-Lolli. Sieht toll aus. Hier, koste mal. Wow, danke, Mami. Ist genau, was ich wollte. Hoffe, der schmeckt dir. Ja, das tut er, Mami. Wow, ich kann das Buch nicht weglegen. Was wird wohl als nächstes passieren? Hä? Was ist hier los? War das Klopapier? Nein, was machst du da? Hör auf damit! Schau nur, was du angestellt hast. 800? 900? Was zum... Tut mir leid. Leg die Klopapierrolle weg, junge Dame. Komm her. Das darfst du nicht machen. Du kennst die Regeln. Tut mir leid, Mami. Aber mir war langweilig. Ich kann diesem süßen Gesicht nicht lange böse sein. Aber mach das nicht nochmal. Lass mich nachdenken. Warte, vielleicht hilft mir das Klebeband. Ich weiß, was zu tun ist, damit das nicht nochmal passiert. Los geht's. Ich rolle das Klopapier wieder auf. Dann lege ich einen Streifen Klebeband drüber. So einfach ist das. Probier es aus. Wow, gib her. Kreiß das Klopapier ab. Ich hab's. Und der Rest bleibt auf der Rolle. Mit wem redest du da? Egal, du bist gleich zufriedenzustellen. Mami! Ja! Oh, okay. Warte, Süße. Ich hol das Klopapier. Welche Farbe willst du? Keins davon. Kein Problem. Warte kurz. Wie wär's mit Gelb? Grün? Magst du Grün? Nein, ich denke, du weißt, was ich will. Na klar, wie dumm von mir. Hier, hab ich's. Das ist mein Mädchen. Wir haben einen Ruf zu wahren. Es gibt nichts Besseres. Sind 200 genug? Ach was, nimm die ganze Rolle. Danke, Mami. Und Mami behält ein bisschen was für sich. Für den Notfall, versteht sich. Wow, so viele Klamotten. Das ist voll abgefahren. Oh mein Gott, Security. Alles sieht so schön aus. Wow, die Sonnenbrille ist echt stark. Die Schuhe finde ich schön. Ich wollte schon immer einen Hut haben. Das reicht. Hey, willst du auch etwas davon kaufen? Oh, ach so. Einen Moment. Ich warte. Reicht das? Spinne! Igitt! Was ist los? Frank ist nur mein Haustier. Ah, Geld. Der Rest ist für dich. Was ist das? So wenig? Brauchst du das mehr? Entschuldigung. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Mom? Mir gefällt das Kleid. Gekauft. Oh, eine exzellente Wahl. Du da, komm her. Ich will diese Schuhe kaufen. Natürlich. Das werde ich ebenfalls kaufen. Ausgezeichneter Geschmack. Mann, ist das anstrengend. Ich sollte kündigen. Das war dann alles. Kommen Sie jederzeit wieder, Mom. Wow. Riecht wie echtes Leder. Diese Schuhe sind ein absoluter Muss für jede Diva. Diva? Dann muss ich sie haben. Mom, hol mir diese Schuhe. Schon unterwegs, Mom. Interesse? Dann rufen Sie jetzt an. Lass die Schuhe rüberwachsen. Nimm sie. Oh, ich liebe meinen Job. Mom, Ihre Schuhe? Hä? Wow! Achtung! Verzeihung, bitte kündigen Sie mich nicht. Bye, bye.
Mein Stift! Ich bin bereit. Wo ist er? Toll, ich habe meinen Stift vergessen. Oh, ich hab's. Papa sagt immer, Geld löst alle Probleme. Hey du, komm mal her. Mach meine Hausaufgaben und das Geld gehört dir. Deal, das wird ein Kinderspiel. Die Aufgabe ist schwierig. Ich hab's erraten. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Ich brauche eine Maniküre. Warum muss ich überhaupt in die Schule? Hey, komm hierher. Pass für mich auf. Interessant. Das war mir neu. Das sieht furchtbar aus. Echt schwierig, den richtigen Klunker zu finden. Der gefällt mir. Etwas zu klein, aber was soll's. Ich hab's nicht einfach. Ich meine, ich muss selbst Diamanten putzen. Wow, dieses Video ist krass. Voll cool. Yes, immer weiter so. Das ist cool. Ich sollte auch streamen. Das wird nützlich sein. Zeit für etwas Arbeit. Puh, endlich fertig. Zeit zu spielen. Mic check. 1, 2, 3. Test, test. Hallo? Scheint zu laufen. Die Belichtung muss stimmen. Jetzt kann ich streamen. Wow. Ah. Wie ist das passiert? Ich muss für meine Fans gut aussehen. Also, wie immer. Es kann losgehen. Hi Leute, heute spielen wir ein bisschen. Oh, danke für euren Support. Ihr seid die Besten. Lasst uns den Bug suchen. Oh, ich brauche mehr Subscriber. Wow, ich bin so beliebt. Oh, ich brauche noch mehr. Haut die Donations rein, Leute. Oh, yes, ich liebe euch, Leute. Oh. Huh? Puh. Das war nur ein Traum. Ich dachte, ich wäre pleite. Ich will jetzt zocken. Danke sehr. Das ist so realistisch. Ich fühle mich wie ein Normalo. Ha, so was Abwegiges. Wie unterhaltsam. Hey, was geht ab? Aus dem Weg, lass mich durch. Oh, guck mal da. Wow, ich wäre auf jeden Fall ein guter Schulsprecher. Ich trete auf jeden Fall an. Dort seht ihr euren nächsten Schulsprecher. Scheint eher, als hätte ich einen Wettbewerber. Oh, ist das so? Nur zu. Ich bin so froh, dass die Stunde um ist. Hä? Was macht Justin da? Lily, komm, ich helfe dir. Wow, danke, Justin. Das ist doch Betrug. Eine garantierte Eins. Ich helfe dir, Sunny. Mach du ganz in Ruhe. Hier lang? Er versucht, mit Bestechungsstimmen zu bekommen. Und es funktioniert. Ach, ich kann nicht glauben. Das ist wirklich nicht gut. Scheint ganz so, als müsste ich mir was einfallen lassen. Es muss doch irgendwas geben. Ah, ich glaube, ich hab's. Zum Glück habe ich mich vorbereitet. Scheint, als bekomme ich viele Stimmen. Ich werde das auf jeden Fall gewinnen. Justin muss jetzt schon ganz schön aufholen. Ha? Seit wann gibt es hier einen Alarm? Okay, dann komm mal mit mir mit. Nein, das darf nicht passieren. Ich brauche einen neuen Plan. Irgendwas muss ich doch tun können. Was macht Wendy denn da? Oh, mein Nagel! Ah! Ah, vielleicht kann ich das benutzen. Zeit, die Heldin zu spielen. Kann ich mich setzen? Ja, mach halt. Sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe. Du willst meine Limo öffnen? Naja, gerne. Warte, ich krieg das hin. Klar, lass dir Zeit. Moment mal. Ich glaube, ich habe die Lösung. Schau gut zu. Ich wickle einfach den Schnürsenkel um die Flasche. Und dann ziehe ich dran. Und schon ist sie offen. Wow, das war richtig beeindruckend. Oh mein Gott, du bist echt ein Genie. Wenn ich Schulsprecherin werde, dann wird das nie wieder ein Problem sein. Also meine Stimme bekommst du. Hey Leute, kommt mal rüber. Ashley hat diesen großartigen Trick, um Sodas zu öffnen. Zeig's ihnen. Hier machst du meine auf.
Okay, Ladies, aber nur für euch, okay? Was zum... Aber die wollten doch für mich stimmen. Tja, nicht mehr. Ich hab sie wirklich unterschätzt. Aufpassen, Klasse, das ist sehr wichtig. Psst, hey Leute. Was? Guck mal, was ich hier hab. Das sieht voll lecker aus. Das kostet euch eine Stimme. Ja, ja, gib schon her. Oh? Justin, keine Snacks im Unterricht. Sorry, Miss, passiert nicht doch mal. Also, das hoffe ich doch. Sonst gibt's Nachsitzen. Das war doch nur Kaugummi. So unfair. Oh, toll, Ashley. Was geht, Leute? Was für ein wunderschöner Tag. Und ich bin immer noch unbesiegt im Tischtennis. Hält die endlich mal die Klappe. Moment, ich habe da eine Idee. Ich weiß, was ich mit dem Kaugummi mache. Und los geht's. Zuerst entferne ich den Radiergummi von meinem Bleistift. Und nun brauche ich ein Stück Kaugummi. Ich rolle es in kleine Stücke und stecke es auf den Stift. Das gleiche mache ich mit weiteren Stiften. Sieht echt überzeugend aus. Das wird mir definitiv Stimmen einbringen. Danke. Das ist echt lecker. Bitte sehr. Danke. Und einer für dich. Ha? Das war seltsam. Wer noch? Ah, ich weiß. Was zum... Wer war das? Oh, Kaugummi. Was ist hier los? Voilà, all diese Stimmen nur für mich. Oh nein. Justin geht in Führung. Und jeder hat ein Kaugummi. Ziemlich clever, oder? Er denkt wohl, er ist super schlau. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hey, ich hab's. Ich weiß, was ich mache. Ich benutze diesen Tischtennisball. Und steche mit dem Zirkel ein Loch hinein. Ein guter Anfang. Und nun mache ich's noch größer. Ich benutze einfach den Stift dafür. Ich drücke einfach den Radierer in den Ball. Und nun brauche ich diesen glitzernden Schaumstoff. Da zeichne ich einen Flamingo drauf. Gut, dass ich gut im Zeichnen bin. Hey, das sieht echt gut aus. Und nun schneide ich ihn aus. Ich nutze den Marker, um den Schnabel auszumalen. Und male auch noch Augen drauf. Nun zur Klebepistole. Ich gebe eine kleine Menge Kleber auf die Kante. Und klebe es dann auf den Ball. Und dann kommt einfach noch Klebstoff auf den Ball für die Federn. Und dafür brauche ich echt viel. Und dann klebe ich die Federn noch drauf. Ein süßer kleiner Flamingo. Sunny. Wow. Das gibt's ja nicht. Oh, komm schon. Das ist doch erbärmlich, Ashley. Neidisch? Tja, ich bin einfach talentiert. Ich wusste, dass das funktionieren wird. Das wird mir ein paar Stimmen einbringen. Wow, das sind ganz schön viele. Das Wetter ist schrecklich. Och, komm schon. Auch das noch. Endlich zu Hause. Ich muss aus diesen nassen Klamotten raus. Ich weiß, was ich mache. Ich nehme ein heißes Bad. Das wird mich aufwärmen. Ich drehe das heiße Wasser auf. Komm schon, schnell. Hä? Warte, was ist das? Eine Nachricht? Hä? Kein Wasser? Das wird ja immer schlimmer. Was mache ich denn jetzt? Ashley, was ist los? Ich sehe mal lieber nach ihr. Ist alles in Ordnung? Mama, guck nicht. Schau dir deine Sachen an. Was ist passiert? Es hat geregnet und da war eine Pfütze und ein Auto hat mich nass gespritzt. Oh, mein armes Mädchen. Wir müssen dich sauber machen. Danke, Mama. Du machst immer alles wieder gut. Hier bitte, denk auch an dein Gesicht. Ah, das fühlt sich gut an. Hey, fang den Ball. Da kommt er. Hab ihn. Oh, wie bezaubernd. Spielen wir was anderes. Fang mich. Ja, ich möchte was zum... Au, ich bin hingefallen, Mama. Das tut so weh. Mein Ellbogen ist verletzt. Ich komme, Schatz. Zeig mir dein Autschi. Ich habe kein Pflaster. Mit dem Blatt muss es gehen. Alles okay, mein Schatz. Lass mich mal sehen. Mit Geld wird alles wieder gut. Wirklich? Du weißt, dass das albern aussieht. Ist das ein Blatt? Oh nein, das Fenster. Es wird kalt hier drin. Mach es zu, bevor sie sich erkälten. Hütschu! Geht's dir gut? Du hast Fieber.
Ich brauche einen Arzt. Wer hat angerufen? Oh, da sind sie ja. Sie müssen etwas tun. Hey, ist das ein Stethoskop-Ding? Das wollte ich schon immer mal machen. Au! Meine Ohren. Mach das nicht, Süße. Sorry. Sie ist definitiv krank. Sie muss diese Medizin einnehmen. Nein, das wird nicht passieren. Wir sind reich. Erinnern Sie sich? Das ist viel Geld, huh? Ich muss nachdenken. Nehmen Sie das. Damit wird's eleganter. Das ist schon besser. Doktor, hier drüben. Was denn noch? Lass mich raten. Noch ein krankes Kind. Ich glaube, ich habe hier noch Medizin. Hier, bitte. Vielen Dank. Es wird Zeit für deine Medizin. Die ist gut und lecker. Mit der wirst du schnell gesund. Das ist die richtige Menge. Ich hätte auch gerne so eine Spritze. Du musst das trinken, Schatz. Was mache ich denn jetzt? Weit aufmachen. Braves Mädchen. Lecker. Danke, Mami. Ich glaube, sie wirkt schon. Wow, das sah einfach aus. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich brauche diese Lutscherform. Da gieße ich die Medizin rein. Ich mache sie alle voll. Okay, weiter geht's. Jetzt brauche ich Holzspieße. Den stecke ich in die Medizin. Das mache ich auch mit den anderen. Jetzt warte ich, bis alles fest ist. Sie sind fertig. Ich hole sie aus der Form. Sieht gut aus. Schau mal, was ich habe. Hier bitte, Süße. Du magst doch Lutscher. Ich will. Der ist lecker, stimmt's? Du darfst alle lutschen. Sorry, wir sind spät dran. Mandy ist hier für ihre Untersuchung. Aber ich warne sie, ihr Atem müffelt. Schon gut, setz dich. Uah, muss ich? Oh, da muss ich rangehen. Hallo? Der Lolli schmeckt voll gut. Gib den her. Besorg dir selbst einen. Okay. Hey, was ist das? Hab ihn. Unglaublich, dass das geklappt hat. Oh, du hast mich reingelegt. Wow, deine Zähne sehen schlimm aus. Benutzt du auch Zahnseide? Das wird eine Weile dauern. War klar, dass du das sagst. Oh, das sieht spaßig aus. Mach das nicht. Ach komm schon, war doch lustig. Mandy, benimm dich. Tut mir leid. Hey, wenn sie zahlen, ist das in Ordnung. Gib mir das Gebiss. Hey, was ist das hier? Wirklich? Guck mich an, ich bin jetzt Zahnarzt. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für Ihre Mühe. Wenn Sie es so ausdrücken, nicht bewegen. Das nervt irgendwie. Bitte hör auf damit. Ich muss mich konzentrieren. Ich denke, wir sind fertig. Hast du das gehört, Mama? Meine Zähne glänzen. Lass mich mal sehen. Du siehst wunderschön aus, Liebling. Können wir jetzt gehen? Natürlich. Ist das genug? Moment, wissen Sie was? Nehmen Sie alles. Komm, Ashley. Sei nicht so schüchtern. Ah, du musst mein nächstes Opfer sein. Ich meine, Patientin, nimm Platz. Mama, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Zeig der Zahnärztin deine Zähne. Muss ich wirklich? Ich habe Angst, Mami. Wow, sieht übel aus. Die müssen raus. Ich kann nicht hinsehen. Was glaubst du, wie ich mich fühle? Ich denke, wir sind fertig. Das ist eine meiner besten Arbeiten. Wie sieht's aus? Was für ein Lächeln. Dann muss ich jetzt wohl bezahlen. Hier bitte sehr, es war jeden Cent wert. Ashley, keine Süßigkeiten mehr. Wir gehen nach Hause. Danke. Danke, erzähl deinen Freunden von mir. Ist das echtes Geld? Gut, dass das vorbei ist. Denk dran, kein Junkfood mehr. Nein, auf keinen Fall. Du kannst dich auf mich verlassen, Mama. Ich weiß, das kann ich. Ah, endlich können wir uns entspannen. Das ist meine Chance. Jetzt ganz locker flockig. Mama wird's nie erfahren. Ich freue mich drauf. Köstliche, süße Gummis. Ich will mehr. Was machst du da? Sind das Süßigkeiten? Gib die her. Wie unfair. Denk an deine Zähne. Mir reicht's. Ich gehe in mein Zimmer. Dein Ernst? Sie lernt es nie. Wenn nichts Süßes da ist, kann sie auch nichts essen. Ich tue ihr quasi einen Gefallen. Dieses Opfer bin ich bereit zu bringen. Ist ziemlich gut. Wirklich gut. Das war nur ein Stück Süßes. Ich sollte mehr davon besorgen, natürlich für mich. Ich will mehr. Warte, was ist das für ein Geräusch? Nein, das glaube ich nicht. Was ist hier los? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Du isst meine Süßigkeiten. Wie konntest du mir das nur antun? Jetzt fühle ich mich schlecht. Vielleicht heitern mich die Gummis auf.
Warte, ich habe eine Idee. Ich bringe diesen Klebehaken am Türrahmen an. Und einer kommt an die Tür. Ich baue ein Flaschenzugsystem. Dafür brauche ich eine Strippe. Die klebe ich an die Verpackung. Und fertig. Jetzt genieße ich ungestört die Gummis. Wenn Ashley reinkommt, verschwinden sie. Hi, Süße. Du isst keine Süßigkeiten, oder? Ich pass auf. Das ist lieb, Schatz. Puh, das war knapp. Ich bin so schlau. Das ist schlimm. Ganz schlimm. Unfassbar, dass ich eine 5 bekommen habe. Mama wird so wütend sein. Soll das ein Scherz sein? Ich habe mein Bestes gegeben. Du hast Schande über die Familie gebracht. Oh nein, das darf nicht passieren. Aber was soll ich machen? Warte mal. Ich hab's. Ich bin bereit. Mama kommt. Mandy, was machst du da? Nach dem ganzen Job bist du bestimmt müde. Ich helfe dir beim Entspannen. Okay, du hast mir ein Bad eingelassen? Selbstverständlich. Ich fühle mich so umsorgt. Wie wär's mit einem erfrischenden Drink? Du verwöhnst mich wirklich. Der sieht gut aus. Wow, du musst mir das Rezept verraten. Hier, nimm die Gesichtsmaske. Das fühlt sich toll an. Jetzt regnet es goldene Flocken. Ich weiß, die magst du ganz besonders. Wow, ich habe die beste Tochter. Behalte das im Hinterkopf. Also, ich habe meinen Test zurückbekommen und er lief nicht so gut, wie ich dachte. Ist das eine 5? Was? Also, wie wär's mit mehr Gold? Das macht dich immer glücklich. Oh. Schluss jetzt, Mandy. Ich habe befürchtet, dass das passiert. Mir bleibt nur eins übrig. Was machst du da? Oh. Lassen wir diese Anspannung los. Hey, das fühlt sich gut an. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich muss meinen Feed mit neuen Selfies aktualisieren. Yay, der Unterricht ist vorbei. Endlich Zeit für Social Media. Wow, sie hat aber einen schönen Laptop. Alles, was ich habe, ist dieses Überbleibsel von meinem Vater, dem König. Oh, der funktioniert nicht mal mehr richtig. Oh, wie hart, als Prinzessin pleite zu sein. Okay, ich stütze das einfach. Oh, das bringt doch nichts. Moment mal. Ich denke, das könnte klappen. Ich brauche nur diesen Bilderrahmen. Der hat sein eigenes Bein als Stütze. Hey, guck mal, was ich gemacht habe. Wow. Ich hoffe, pleite sein ist nicht ansteckend. Oh, danke. Was für ein schönes Geschenk. Was ist das? Oh, ich dachte nur... Hier, kannst du haben. Und jetzt geh. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Geh weiter. Du kannst die Torte behalten. Oh, okay. Danke. Wow, die Torte ist voll mit Geld. Da kommt immer mehr raus. Ich kann's kaum glauben. Was? Ich will das ganze Geld. Ich bin reich. Das ist fantastisch. Huh? Sie ist einfach abgehauen. Da ist noch eine Torte. Ach, na los. Hier muss doch irgendwo Geld sein. Nichts. Und jetzt habe ich schmutzige Hände. Oh. Ah ja, mein Fitnessdiadem. Ich habe für jeden Anlass eine andere. Danke. Du kannst gehen. Oh, das ist harte Arbeit. Sie machen das toll, Prinzessin. Oh, Seilspringen ist gutes Ausdauertraining. Und ab geht's. Kniebeugen stärken Beine und Rumpf. Ich will auf meinem Thron gut aussehen. Oh, Luft zufächern, bitte. Das Trinken nicht vergessen, Prinzessin. Ich fühle mich so gut. Alles klar, Zeit zum Weitermachen. Oh, nichts ist schwerer als volle Eimer, ich schwöre. Muss nur da hoch. Oh, ich wünschte, ich hätte einen Hocker. Oh, heute fühle ich wirklich das Brennen. So viel Müll aufzusammeln.
Puh, ein richtiges Workout. Hey, meine Muskeln sehen richtig schön stark aus. Okay, ich bin bereit für diesen Schultag. Das ist das richtige Heft. Oh, hi. Bereit für den Unterricht? Meine Sachen bitte. Ja, das sind alle meine Stunden heute. Geh bitte, ich brauch dich erstmal nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach ja, natürlich, wir haben ja Mathe. Das ist der Laptop, den ich brauche. Was? Der Akku ist leer? Hefte und Stifte brauchen keine Batterien. Ja, also. Mist, sie hat recht. Was soll ich denn jetzt nur machen? Hier, nimm ein Blatt von mir. Oh, also, danke. Hier hast du auch einen Stift. Und ich dann so, sorry, hast du gerade gesagt, noch ein Pony? Hey, guck mal, eine Party. Das ist heute in der Schule. Ja, Prinzessinnen sind für Partys gemacht. Dieses Kleid passt aber nicht. Ich brauche irgendwas Besseres. Zum Beispiel das. Yes, das ist die richtige Prinzessinnen-Party-Garderobe. Wow, das ist wunderschön. Dann sollte ich mich wohl auch umziehen. Ich dachte, ich habe den gleichen Move gemacht wie sie. Irgendwas mache ich wohl falsch. Wo fliegt denn die Dose hin? Neben den Mülleimer natürlich. Ich sollte sie aufheben. Moment mal. Ich denke, das sollte ich schaffen. Ja, dieses Kleid ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir gefällt, wie es schwingt. Wie geht's dir? Oh, mein Gott. Wow, du hast ja ein interessantes neues Kleid. Oh, danke. Ich hab's selbst gemacht. Und was hältst du von dieser Party? Moment, stehen bleiben. Dieser Film ist nicht umsonst. Oh, natürlich. Eine Sekunde. Willst du mich verarschen? Wir nehmen kein Kleingeld. Irgendwas muss ich doch tun können. Und wie wär's mit meiner Krone? Das Ding ist aus Pappe gemacht. Nein, wir nehmen nur echtes Geld. Das ist so lustig. Kaum zu glauben, dass er das echt getan hat. Oh, vor lauter Lachen tut mir der Bauch weh. Hey, Moment, stehen bleiben. Ah, Geld ist so lästig. Hier. Okay. Was da wohl drin ist? Nicht im Ernst. Echte Goldbarren. Dann ist das wohl ein privates Event geworden. Und mit der hübschen Summe bin ich dann auch mal weg. Popcorn bitte. Köstlich. Zeit, die Füße hochzulegen und zu entspannen. Oh, Zeit, sich fertig zu machen. Diese Farbe steht mir super. Diamanten nicht vergessen und Mascara. Und natürlich mein Parfüm, das extra für mich hergestellt wurde. Und jetzt wollen wir uns mal anziehen. Meine Krone, bitte. Perfekt. Ich bin bereit fürs Bett. Schlaf gut, Prinzessin. Ist's heiß hier drin oder geht's nur mir so? Hey, Cock. Wow. Das reicht jetzt. Genug von dem. Hey. Er kommt hierher. Was? Eine Münze? Die ist es nicht wert. Was ist hier los? Niemals. Ist das Geld?
Ich bin reich. Ah. Oh je. Lass uns gehen. Ups. Ich bewahre die lieber hier auf. Und jetzt? Zähne putzen. Heute wird ein guter Tag. Aus der langweiligen Tasche wird gleich eine fantastische. Es fehlen nur noch ein paar teure Verzierungen. Nichts, was der Kleber nicht schafft. Hübsche Farbe, stimmt's? Das ist Leder. Jetzt zu den Griffen. Nice. Die passen perfekt. Und rasten sofort ein. Tada! Die ist fantastisch, stimmt's? Maßgeschneidert für mich. Ah, happy Montag! Wow, so eine coole Tasche. Und meine... Wow. Mein Fehler. Ist das eine Papiertüte? Klar, dass die auseinanderfällt. Sorry, dass du das sehen musstest. Ich setz mich lieber. Guten Morgen. Wird Zeit, mein Geld zu zählen. 800 sollten reichen. Hm. So viel zu meiner guten Laune. Wo soll ich jetzt meine Sachen reinpacken? Schöne Tasche. Voll gemein. Hörst du das? Der Geldsack da drüben urteilt über uns. Geldsack? Hör nicht hin. Sie ist nur neidisch. Hab dich lieb. Hey, guck dir das an. Zeit, mein Glück zu ergreifen. Sorry, Mr. Elefant. Du bekommst ein Upgrade. Ich schneide entlang der Naht. Dann hole ich die Füllung raus. Da kommt der Reißverschluss hin. Und hinterm Kopf kommt eine Schnur durch. Dann unten zuknoten. Hallo, Gurte. Jetzt lachst du nicht mehr, was? Wow. Das ist meine neue Tasche. Da passen alle meine Sachen rein. Wow. Danke, Mr. Elefant. Willst du auch so eine? Pech gehabt. Die ist einmalig und gehört mir. Oh, naja. Kann ich dir die abkaufen? Nö. Ach, Manu. Wenn ich's mir recht überlege. Hä? Huh? Okay, Deal ist Deal. Wie cool. Kannst du laut sagen? Du kommst hier rein. Fast perfekt. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, ein neuer Tag. Welche Bücher brauche ich heute? Hä? Sogar sein Spind schreit nach Geld. Mit Hunderten und Goldbarren? Echt jetzt? Ich brauche meine goldene Uhr. Es ist immer Money-Zeit, Baby. Oh, noch ein paar Scheinchen. Geile Sache. Das muss schön sein. Und mein Spind? Keine Edelmetalle. Nur fragwürdiger Kram. Wie alt ist das denn? Oh, hallo, Sir. Bring mir viel Glück heute. Hä? Was machst du denn hier? Hallo? Noch mehr Spinnweben? Ekelhaft. Warum nur? Oh, hier ist es ja. Eine Socke. Naja, das war mal eine. Was ist das? Verrückt. Ich hasse billige Dinge. Die stressen mich. Warte, gehört der überhaupt mir? Hey, ist das ein Nagetier? Oh Mann. Egal. Oh, nice. Ugh, was ist das? Ich wusste, dass hier irgendwo Klopapier drin ist. Yay! Wow, okay. Hey, jeder muss mal. Aha. Schön weich. Mein Notizbuch. Ich komme ohne aus. Jetzt schnell zum Unterricht. Arme Leute sind echt seltsam. Hey, meine Zunge ist voll lang. Mit diesem Make-up braucht man keinen Filter. Handys weg. Wir fangen an. Denkt an die wichtigste Regel. Kein Problem. Okay. Ich hasse diesen Unterricht.
Ich weiß, was zu tun ist. Angefangen mit meinem Gesicht. Und es geht noch weiter. Das ist meine Schokoseite. Kannst du mein Handy erkennen? Hey, dein Handy! Herr Lehrer! Herr Lehrer! Herr Lehrer! Julie verstößt gegen die Regel. Sehen Sie? Sieht für mich normal aus. Hä? Du bist so eine Petze, Miles. Gewonnen. Hör, unfair. Aber ich bin auch clever, weißt du? Ich brauche nur einen Stift und Heißkleber. Eine Linie Kleber kommt auf die Kante der Hülle. Da klebe ich meinen Stift drauf. Dann noch ein paar mehr Stifte. Perfekt. Und jetzt wird's interessant. Showtime. Krankes TikTok. Ich leg das erstmal weg. Benimm dich, Miles. Na klar, ich arbeite. Gut, jetzt check ich Instagram. Bin ich genial, oder was? Hä? Neidisch? Fast fertig. Schon Mittagspause? Warum so enthusiastisch? Ich nehme die Mittagspause sehr ernst. Guck dir das an. Sieht ziemlich eklig aus. Danach sehne ich mich schon lange. Seit ich's gemacht habe, freue ich mich drauf. Eine Scheibe Toast und jede Menge Soßen. Ich fange mit der roten an. Kaum zu glauben, dass ich die im Müll gefunden habe. Wer schmeißt denn sowas weg? Ich nicht. Das wird echt lecker. Oh yeah! Der Moment, auf den ich gewartet habe, ist endlich gekommen. Wow. Es ist Essenszeit. Hä? Hä? Ein Brust auf mich. So gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn du das sagst, ich habe etwas viel Besseres. Sag Hallo zu meinem goldenen Meisterwerk. Was für eine Schönheit. Wow. Komm zu Mama. Mit extra goldenem Käse. Goldener Käse, hä? Huh? Wo kauft man denn sowas? Macht's dir was aus? Keine Manieren. Na egal, guten Appetit. Hä? Huh? Oh nein! Sie haben vergessen, das Gold zu schmelzen. Guck! Was ist das? Dein Zahn? Ah, ich muss meinen Zahnarzt anrufen. Okay, klasse. Wollen wir anfangen? Hä? Willkommen zum Kunstunterricht. Wow, echt cool. Hervorragend. Oh yeah, Zeit fürs Handy. Hallo? Klasse? Hört ihr mich? Klasse. Warum hängen alle am Handy? Es reicht. Hä? Was? Ihr lebt eure Handys, was? Dann werdet ihr heute eure eigenen Hüllen herstellen. Verstanden? Auf geht's. Bin dabei. Eine Handyhülle? Auf meine sollen diese coolen Jungs. Voll süß. Und die kleine Pfote. Oh ja, ich habe eine super Idee. Zuerst trage ich Kleber auf. Da kommt die Pfote hin. Und meine Kumpels passen auch alle drauf. Mein Liebling sitzt hier oben. Und fertig. Habt ihr Spaß, Leute? Ich glaube, denen gefällt's. Gar nicht so schlecht. Aber ich muss jetzt meine machen. Oh, ich habe hier ja noch Gold übrig. Was machst denn du damit? Schau zu und lerne. Her mit dem Klunker, Baby. Und auch ein paar Diamanten. So funkelnd. Ich will so viele wie draufpassen. Mission erfüllt. Ist die nicht fabelhaft? So grell. Schon fertig? Mir gefällt, was ich sehe. Sehr kreativ, Miles. Julie? Oh. Schön funkelnd, stimmt's? Ja, da lang. Schade, dass ich keine Sonnenbrille habe.
Wenn es um die wahre Liebe geht, ist es nicht wichtig, viel Geld zu haben. Oder doch? Gleich ist es soweit, um die Frage aller Fragen zu stellen. Oh, Kevin, ich werde noch blind. Ja, das ist das Problem mit großen Diamanten. Natürlich heirate ich dich. Fräulein Betty, es ist Zeit aufzuwachen. Es wird ein wunderschöner Tag. Ich habe wie ein Stein geschlafen. Ihr Gewand, Fräulein. Danke. Ich werde ein Bad nehmen. Alles, was mir hilft, entspannt zu bleiben. Ich hoffe, das Wasser ist warm. Die Goldflocken helfen sicher. Die wirken Wunder auf der Haut. Ich könnte den ganzen Tag hier drin bleiben. Oh, es ist so kalt hier drin. Ist die Apokalypse hier? So viel zu meinem friedlichen Schlaf. Wer braucht schon Kaffee bei so einem Wecker? Montage sind immer hart, aber eine Dusche sollte helfen. Eine heiße wäre schön. Oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Habe ich die Wasserrechnung nicht bezahlt? Hallo? Ja, ich schätze, heute ist ein schmutziger Tag. Feuchttücher sind besser als nichts. Und die riechen gut. Ich hoffe, ein Tuch reicht. Oder zwei oder drei? Ah, das ist fast wie Wasser. Alles, um sich frisch zu fühlen, oder? Warte, bis du das Kleid siehst, das ich gefunden habe. Ah ja, es ist funkelnd und eng. Du wirst es lieben. Du brauchst wohl eine neue Brille. Oh ja, du hast völlig recht. Im Ernst? Niemals. Mal sehen. Ah, ich denke, du wirst das hier mögen. Kennst du mich überhaupt? Was denn los? Ich habe absolut nichts zum Anziehen. Oh Mann, mein Stylist hat seinen Touch verloren. Vielleicht hilft ein kleiner Einkaufsbummel. Danke, Schatz. Warte mal. Ich habe Geld. Eine Menge davon sogar. Hier, geh du für mich shoppen. Wow, okay. Ist hier was drin? Hey, noch eine Chipstüte. Hey, das ist mein Traumhochzeitskleid. Und es kostet? Oh, ich kann es gar nicht laut sagen. Da ist wirklich nichts mehr drin. Das riecht ja furchtbar. Aber das könnte die perfekte Lösung sein. Hat die gerade meinen Müll mitgenommen? Schatz, ich bin wieder da. Oh, du siehst umwerfend aus, Babe. Oh, das wäre doch nicht nötig. Da fällt mir ein. Was? Ich muss das neue rosa iPhone bestellen. Das ist auch von mir, hä? Huh? Ah, nichts geht über die Lieferung nach Hause. Schau, das passt. Ich kann sie alle hier reinstecken. Natürlich. Oh, der Tag war schrecklich heute. Blumen würden mich aufmuntern. Und die sind wirklich schön. Ob die jemandem gehören? Vielleicht nur eine. Die sind Privateigentum, Lady. Ah, das wusste ich nicht. Ist das nötig?
Ich bin keine Verbrecherin, ich schwör's. Oh, nicht die dicken Tränen. Okay, okay. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Das hab ich, danke. Die gehören nicht dir, Lady. Oh, was für ein verrückter Tag. Ich wusste, ich hätte zu Hause bleiben sollen. Warte mal, da hat ja doch jemand an mich gedacht. ...28, 29, 30. Okay, singt euer Lied. Und ich will ein breites Lächeln dazu. Betrachtet euch als angestellt. Viel Spaß dabei. Ihr seid herzlich zu Bettys Hochzeit eingeladen. Oh, diese war wirklich kreativ. Hochzeit, die Glocken werden läuten. Oh, es ist Bettys. Schaut Betty zu, wenn sie lächelnd zum Altar schreitet. Hey, das ist Bettys Hochzeitseinladung. Oh, was denn das? Danke. Do-it-yourself-Einladungen sind was Besonderes, so persönlich. Und die kosten fast nichts. Also gut, mal sehen, was wir haben. Oh, ich hoffe, das sieht schön genug aus. Du bist herzlich zu unserer Hochzeit eingeladen. Komm vorbei und sei dabei. Schnell, lass es uns rausschicken. Und gesendet. Oh, ich habe vergessen, unsere Internetrechnung zu bezahlen. Wir können das Video nicht verschicken? Pleite sein nervt. Es sei denn, komm mit. Dieser Ort ist wirklich schön. Schnell, bevor es jemand merkt. Und wir haben eine Verbindung. Gesendet? Wir werden heiraten, Schatz. Wir sollten wohl lieber verschwinden. Ach, diese Hochzeitstorten sind langweilig. Hallo, das ist unser teuerstes Modell. Du willst mich wohl reinlegen? Vielleicht ist das eher dein Stil? Das ist unsere Bärenüberraschung. Bären langweilig, meinst du wohl? Hier, die ist für unsere High-End-Bräute reserviert. Ja, natürlich ist sie das. Danke für nichts. Ich hab noch eine. Was für eine Zeitverschwendung. Warum hast du mir den nicht gleich gezeigt? Genau davon habe ich geträumt. Sie gehört dir, zukünftige Braut. Gut, du lächelst. Oh, kannst du dir vorstellen, so eine Hochzeitstorte zu haben? Oh, wie romantisch. Die passt perfekt zu einer Prinzessin. Hey Schatz, schau dir mal die Torte an. Die kostet 1000 Euro, aber ich will sie mehr als alles andere. Mal sehen, was ich tun kann. Ich übernehme eine Extraschicht auf der Arbeit. Ach, klingt gut. Wenn ich doch nur... Warte. Oh, Betty, siehst du was, was dir gefällt? Warum eine große Torte, wenn du eine für dich ganz alleine haben kannst? Oh, ich liebe dich. Liebling, das Picasso-Gemälde ist für unser Ferienhaus und nicht für die Villa. Warte kurz, mich ruft jemand an. Ups. Aufheben lohnt sich nicht. Was soll der Krach? Hey, ist das etwa Geld? Das muss jemand verloren haben. Hey, wartet. Nicht schießen. Was willst du von uns? Hä? Gar nichts. Das habt ihr verloren. Oh, wie aufmerksam. Willst du sie adoptieren? Sehr gerne. Sie wird mein Ein und Alles. Hier, bitte. Das brauche ich nicht. Was willst du dann? Oh.
Keine Angst, ich tu dir nichts. Du könntest ein Bad vertragen. Du stinkst widerlich. Okay. Danke. Solche Kleider sind der letzte Schrei in Paris. Hallo, Darling. Was gibt's Neues? Wir haben ein Straßenkind adoptiert, das ein Umstyling braucht. Wo ist sie denn? Oh Gott! Das ist noch zu gebrauchen? Wer wirft denn sowas weg? Die sind genial! Hör auf damit, du blamierst mich! Das ist das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe. Und? Kannst du sie noch retten? Ich bin zwar ein Modeprofi, aber das ist echt eine Herausforderung. Das kriegen wir hin. Wie wär's damit, Darling? Oh ja, dieser Rock wird ihr gut stehen. Wow, so sauber. Es fehlt noch ein Top. Hier, fang. Sorry, das ging daneben. Das geht sowieso noch besser. Wie wäre es damit? Hey, das gefällt mir. Die Frisur ist auch nice. Ich sehe aus wie eine Prinzessin. Sie sieht reich aus. Tausend Dank. Hier, für deinen Service. Und hier noch etwas Trinkgeld. War mir ein Vergnügen. Bye, Modelady. Dieses Outfit ist ein Modeverbrechen. Das wandert in den Müll. Was soll das? Wow, so ein großes Zimmer. Viel größer als eine Mülltonne. Ist das aus echtem Gold? Ich habe noch nie echtes Gold gesehen. So ein riesiges Haus. Und was ist das? Sieht aus wie Kunst. Wow! Ich habe sogar ein Haustier. Das erinnert mich an die Maus aus meiner Mülltonne. Hier für dich, kleiner Mann. Hey, nicht so gierig. Das kitzelt. Das waren noch Zeiten. Willst du aus dem Käfig raus? Ruhig, ich tu dir nichts. Hallo. Du bist aber süß. Bist du hungrig? Warte, ich gebe dir etwas Futter. Hier, für dich. Hm, doch kein Hunger? Dann bleibt mehr für mich. Echt nice. Das schmeckt echt gut. Hallo, meine Kleine. Fühlst du dich wohl? Was machst du denn? Oh, mir wird übel. Essen sofort. Das nehme ich. Hey, das ist etwas anderes. Danke. Gern geschehen. Oh, das war ein Versehen. Hi, Mr. Unicorn. So eine schöne Mähne. Schön leise. Was war das? Ah, das war nur die Tür. Mach keinen Mucks. Halte still und sei leise. Du wirst mir viel Lösegeld einbringen. Alter, bist du schwer. Liebling, aufstehen. Meine Prinzessin wurde entführt. Hallo? Ich habe deine Tochter. Das Lösegeld erwarte ich noch heute, verstanden? Und keine Tricks. Was? Du willst, dass ich dich losbinde? Du nervst. Echt. Von mir aus, aber nicht weglaufen. Das wär's. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Meine Tochter wurde entführt. Aha! Liebling, was ist los? Unsere Tochter wurde entführt. Die Entführer verlangen Lösegeld für ihre Freilassung. Wir müssen sie sofort freikaufen. Sie fürchtet sich bestimmt zu Tode. Keine Sorge, wir kaufen sie frei. Bist du bereit für deine Behandlung? Mund weit aufmachen. Hey, was soll das? Das blendet. Ich habe noch etwas Gold gefunden. Schneller. Die Farben stehen dir echt gut. Dieses Mädchen raubt mir noch den letzten Nerv. Das nächste Mal raube ich eine Bank aus. Gefällt ihm wohl nicht. Okay, wir haben das Lösegeld. Beeil dich. Alles wird gut. Mami und Papi sind hier. Schön aufessen. Bitte nehmt sie wieder mit.
Wie geht's dir? Wir waren so besorgt um dich. Oh, fast vergessen. Du kriegst noch eine Spritze. Nein, bitte nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Augen zu, hier kommt eine Überraschung. Okay, bringt das Geschenk her. Nicht blinzeln, hörst du? Und Augen auf. Oh, echt nice. Eine Puppe, wie cool. Vielen Dank, Mama. Hier zum Steuern der Puppe. Viel Spaß beim Spielen. Na los, schalte sie ein. Das wird Laune machen. Los geht's. Hallo, ich bin Prinzessin Sparkle. Schön, dich kennenzulernen. Wie ein echter Mensch. Oh, okay. So ein fester Händedruck. Hey, hilf mir. Bin schon dabei. Welchen Knopf muss ich drücken? Aua, das tat weh. Mir reicht's. Ich gehe in den Beauty-Salon. Was passiert bei diesem Knopf? Herunterfahren. Oh, das war der falsche Knopf. Was passiert damit? Autsch. Echt nice. Kann ja nicht so schwierig sein. Hey, jetzt tanzt sie. Let's party. Was? Schon kaputt gegangen? Oh Mann. Ich muss die Beweise vernichten. Wer kommt hier hin? Niemand wird mich verdächtigen. System eingeschaltet. Ein goldenes Puppet, wie cool. Was war das? Willkommen in deinem neuen Zuhause. Sag deiner neuen Schwester Hallo. Was geht hier ab? Ich wollte schon immer eine Schwester haben. Willkommen in der Familie. Ich habe keinen Platz mehr für mein Bild. Was? Ich habe schon alle Blätter voll gemalt? Ach, Mano, ich kann nicht mehr malen. Mama, was ist passiert, mein Schatz? Ich habe keine Blätter mehr. Keine Panik. Schau her. Ich fahre mit dem Bügeleisen drüber und die Tinte verschwindet. Wow, Zauberei. Jetzt kann ich weitermalen. Danke, Mami. Keine Ursache, Süße. Na los, male etwas Schönes. Schau mal, Mami, meine Puppe. Das ist schön, Liebes. Mir ist jetzt langweilig. Ich spiele lieber mit dem Teddy. Ach, mit dem bin ich auch fertig. Bum, bum. Ja, ich will neues Spielzeug. Was geht denn da vor sich? Sch, Mami mag keine lauten Geräusche. Hast du nicht einen Ausschaltknopf oder ähnliches? Na gut, nimm die Autoschlüssel. Ist okay, nimm sie. Ich wusste, dass das klappt. Das wird ganz viel Spaß machen. Wow! Das glänzt so schön. Und es gehört ganz alleine mir. Ich brauche nicht mal einen Führerschein. Schnallt euch an, es wird schnell. Sicherheit geht vor. Los geht's. Boom! Wow, ich kann gut Auto fahren. Piep, piep, aus dem Weg, piep, piep. Wow. Hi, guckt euch mal mein Auto an. Das ist toll. Alles okay, Liebes? Oh, okay, ich hab's verstanden. Das ist ein schickes Auto. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Auto. Wenn es doch etwas gäbe, was ich tun könnte. Hä, was ist das? Ist das ein Spielzeugauto? Heute ist mein Glückstag. Das kann ich Annie schenken. Aber damit muss sie irgendwo fahren können. Ich weiß, was zu tun ist. Leg ein weißes Shirt auf eine flache Unterlage. Zeichne mit einem schwarzen Stift eine geschwungene Linie. Zieh sie bis nach unten. Zeichne dann eine zweite Linie daneben, um eine Straße zu machen. Jetzt kommt die Straßenmarkierung. Wenn du damit fertig bist, male die Straße aus. Achte darauf, nicht die Straßenmarkierung auszumalen. Am Ende sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt wird's Zeit, den Motor anzuwerfen. Hey Annie, ich habe etwas für dich. Aber das ist noch nicht alles.
Wow, eine Straße. Das ist fantastisch. Bum, bum. Das ist wie eine Mini-Massage. Das ist toll, Mama. Das ist das schnellste Auto aller Zeiten. Pass auf. Hä? Ups. Schon gut, Liebes. Ich habe nur etwas Rückenschmerzen. Ahem. Das ist so demütigend. Ups. Ist schon morgen? Aufwachen, Fräulein. Tut mir leid wegen der Blume. Egal. Was möchtest du gerne anziehen? Ich weiß nicht. Nichts davon. Wunderbar, Fräulein. Die sind hübsch. Nein. Das glitzert so schön. Nein, das mag ich nicht. Vielleicht lieber schlicht? Nein. Ich brauche einen neuen Job. Ich komme, kleines Fräulein. Wow. Das wird später noch wehtun. Das sind all deine Kleider in diesem Haus. Nein. Ernsthaft? Warte mal. Vielleicht können wir die VR-Brille nutzen. Darauf hätte ich auch früher kommen können. Ich will aber nicht spielen. Setz sie einfach auf. Wer hat das Licht ausgemacht? Warte kurz. Oh, das ist schick. Na, endlich. Gefällt mir nicht. Natürlich nicht. Oh, das sieht süß aus. Wie sehe ich aus? Wunderschön. Danke, du kannst jetzt gehen. Ich will schlafen. Was? Soll das ein Scherz sein? Ich finde den Hahn blöd. Uff, ich bin noch so müde. Aber ich muss wohl aufstehen. Was stinkt denn hier so? Ist ja ekelhaft. Oh, das bin ich. Was ziehe ich heute an? Das ist alles? Mehr habe ich nicht? Ein T-Shirt? Und das hat auch noch ein Loch. Aber irgendwas muss ich doch anziehen. Schätze, das muss reichen. Das ist so unfair. Ich hätte so gern neue Klamotten. Was ist das? Hey, das habe ich ganz vergessen. Vielleicht hilft mir das, ein neues Outfit zu finden. Das wird toll. Das ist süß. Etwas lässigeres. Was jetzt? Ich mag Rot. Nur schade, dass ich keine dieser Klamotten habe. Nur dieses alte rote T-Shirt. Aber das macht trotzdem Spaß. Wow. Wow, Mama, schau mal da drüben. Was ist da, Liebes? Hui, der Saft ist lecker. Oh, schon alle. Ich gehe mir einen neuen holen. Los, komm, Mama. Okay, aber schnell. Ah, es tut gut, sich mal hinzusetzen und auszuruhen. Der Saft ist alle. Ich hätte den gern mal probiert. Ach, macht nichts, Liebes. Ich denke, ich hab da was. Hier ist etwas Wasser. Wasser ist langweilig. Oh, okay. Ich weiß. Ich habe auch Erdbeersirup. Ich mache davon einfach etwas ins Wasser. Annie darf's nur nicht sehen. Das sollte reichen. Mama, was machst du da? Ich will Saft. Ich hab's versucht. Das Leben ist gemein. Warte. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Und dafür brauche ich diesen Saftkarton. Ich schneide ihn in der Mitte durch und stelle das Fläschchen rein. Annie wird das nie bemerken. Na, das passt schon. Annie, der ist für dich. Wirklich? Der ist lecker. Danke, Mama. Keine Ursache, Liebes. Ich liebe meinen eigenen Pool. Schaut alle her, ich schwimme. Das war anstrengend. Ich sollte langsamer machen. Es ist so warm. Ich muss mich abkühlen. Da bin ich schon, Fräulein. Soll das ein Witz sein? Was ist das? Das ist Wasser. Onkel, wir haben ein Problem. Ich will was Erfrischendes trinken. Ich kümmere mich darum. Nene. Betty verdient den frischesten Orangensaft. Man kann ja nicht nur Wasser servieren. Keine Sorge, Betty. Das ist doch lächerlich. Hier für dich, Fräulein. Was hat denn so lange gedauert? Das sag ich, Mami. Der Service ist schrecklich. Musik.
Also, das ist mein Zuhause. Wow, das ist riesig. Ich weiß, setz dich. Wow, du hast so viel Spielzeug. Und eine Menge Geld. Was hast du da? Das ist nicht so beeindruckend. Ist das alles? Ja, das ist mein Äffchen. Das sind ja viele Taschen. Du hast so ein Glück. Die sehen toll aus. Wow. Ja, ich brauche jeden Tag eine neue Tasche. Ich schaue sie mir mal genauer an. Ich habe noch nie so viele Handtaschen gesehen. Die sind so hübsch. Oh, schau dir die an. Was machst du da? Entschuldigung. Gib die mir. Die war wirklich teuer. Jetzt sind da ihre schmierigen Fingerabdrücke drauf. Ich habe nur diese Plastiktüte. Ich hatte noch nie schöne Sachen. Oh, was ist denn in dieser Kiste drin? Wo willst du denn jetzt hin? Schau dir mal all die coolen Sachen an. Das ist doch nur Müll. Ich könnte diese Kiste gebrauchen. Gib mir eine Minute. Schau dir mal meinen neuen Rucksack an. Oh, der gefällt mir. Wo hast du den denn her? Ich will auch so einen. Hier, nimm ihn. Oh ja, das ist so cool. Das ist mein neuer Liebling. Vielen Dank. Vielleicht können wir ja tauschen? Ich hätte wissen müssen, dass da ein Haken ist. Aber schätze, das ist nur fair. Aber ich bin nicht glücklich damit. Hier, du kannst die haben. Echt jetzt? Sie gehört dir. Egal, ich habe ja jetzt die. Die passt nicht ins Regal. Ich habe meine Meinung geändert. Annie? Sie war doch eben noch hier. Oh, nein. Ich will nicht aufstehen. Juhu, ich liebe das Aufwachen am Morgen. Das ist so schön. Oh, Frühstück im Bett. Ich nehme einen Schluck. Buh, ekelhaft, das hätte ich nicht trinken sollen. Mal gucken, was weniger Löcher hat. Ich muss alles mitnehmen, was ich brauche. Wie mein Geld. Das müsste für den heutigen Tag reichen. 401, 2, 3, 4, 5. Ich hätte gestern Abend noch lernen sollen. Was zum? Unglaublich, dass du mich angerempelt hast. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Warte, die Party? Oh nein, die habe ich ja total vergessen. Cool, ich freue mich schon. Oh Mist, so kann ich nicht auf die Party gehen. Der ist okay. Ich ziehe einfach den Pulli an. Oh nein, der wird nicht reichen. Verdammt, ich muss doch was haben. Ich schaue mal im Kleiderschrank nach. Wenn ich was Gutes zum Anziehen habe, ist es hier drin. Ja, mit dem wird's klappen. Ha? Was zum Henker? Der hängt an irgendwas. Eine Motte. Aber den Pulli bekommst du nicht. Gib den her, du pelzige Nervensäge. Den kriegst du nicht. Du trägst ja nicht mal Kleidung. Du bist ein Insekt. Unfassbar, dass ich gegen einen Insekt verloren habe. Hey, denk nicht mal dran. Hörst du mich? Lass die Finger von dem Pulli. Nein! Stopp! Ich muss was unternehmen. Der Pantoffel. Ja, natürlich. Ha! Volltreffer. Oh nein. Ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Hau ab. Du bist ganz staubig. Oh mein Gott. Ich muss was tun. Mir fällt nichts ein. Ich muss weiter im Kreis laufen. Hey, stopp. Willst du nicht lieber diese köstlich duftende Strickjacke? Nein? Verdammt, das hat nicht geklappt. Was? Oh Gott sei Dank, sie jagt mich nicht mehr. Aber sie hat meinen Pulli. Oh, und jetzt hat sie meinen Kleiderschrank beschlagnahmt. Was ist das? Hey, warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Yep, genau. Ich brauche nur dieses Papier und eine Schere. Alles wird gut. Okay, wird Zeit anzufangen. Die Party wartet nicht auf mich. Zuerst schneide ich das Papier hier ab. Schön gerade.
Ich will cool aussehen, nicht seltsam. Noch ein paar Schnitte und es kann losgehen. Das war's, Schere. Jetzt bereite ich das Papier vor. Ich muss es nur falten. Mit Falten geht's immer. Na also, das war's. Jetzt anprobieren. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich brauche den mottenzerfressenen Pulli nicht, denn ich habe ein tolles Kleid. Tschüssi! Ja, ich weiß, dass ich ein VIP-Ticket habe, aber ich habe nichts Gescheites zum Anziehen. Wirklich. Mein Leben ist gerade voll schwer und keiner versteht das. Okay, mal sehen, was ich hier habe. Was ist das für eine Farbe? Khaki? Igitt? Nein. Silber? Das war sowas von letzte Woche. Bäh. Ich habe absolut nichts, was ich anziehen kann. Das ist der schrecklichste Tag. Ich habe ja nicht mal Accessoires. Guck dir diese Schuhe an. Schrecklich. Nein. Ich muss was unternehmen. Und ich habe schon eine Idee. Oh, da ruft mich jemand an. Hallo? Paris, ich brauche deine Hilfe. Ich habe absolut nichts zum Anziehen. Du musst mir unbedingt helfen. Ich bin total am Ende. Ich werde dir helfen. Dem Himmel sei Dank. Oh, warum dauert das so lange? Ist doch nur Paris. Oh, endlich hast du es hierher geschafft. Dann lass uns anfangen. Ich habe schon genug Zeit vergeudet. Ich will was Einzigartiges für diese Party und zwar sofort. Kannst du nicht schneller messen? Klar, aber ich möchte, dass ich die richtigen Maße habe. Es bringt nichts, etwas nach Maß anzufertigen, wenn es da nicht passt. So, fertig. Ich bin gleich wieder da. Hoffentlich dauert das nicht wieder ewig. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist der Brautkleid-Style. Den Trend will ich schon lange starten. Hier ist deine Bezahlung. Ich hab's endlich zur Party geschafft. Warum beachtet mich keiner? Was zum Henker? Was hat die denn an? Eine Tüte? Was glaubt sie, wer sie ist? Sie will mich übertrumpfen. Aus dem Weg. Wir wollen dieses Kleid sehen. Ich hab's selbst gemacht. Ha, ein cooles Meme, das ich erfunden habe. Aber jetzt brauche ich eine Erfrischung. Hä? Niemals. Ein Plastikdeckel. Unglaublich, was ich für ein Glück habe. Der riecht sogar nach Limo. Der kommt zu meiner Sammlung. Oh mein Gott. Da kommt er. Wow! Guck dir sein Haar an, seine Kieferpartie, seine Jacke. Er kommt in meine Richtung. Gleich werde ich ihn riechen können. Hey, was zum Henker? Redet er tatsächlich mit ihr? Was ist hier los? Wie kann das sein? Hey, schau mich an. Ich stehe hier drüben. Hallo? Hört mir jemand zu? Wie können die mich hier nicht bemerken? Ich hasse das. Das ist nicht fair. Eine Sache funktioniert immer, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Kaltes, hartes Geld. Ich fächer mir ganz lässig Luft zu. Machst du Witze? Du guckst mich an und dann wieder weg? Oh ja, meine Sammlung. Das ist mein neuester Fund. Wow. Ja, der riecht noch nach Limo. Oh, er mag Sachen, die gut riechen. Was? Bei diesem Spiel kann ich mitspielen. Ein Spritzer meines 1000-Euro-Parfüms müsste reichen. Das müsste reichen. Wird Zeit, mich dazwischen zu drängeln. Igitt, riechst du das? Ja, riecht schrecklich. Schrecklich? Aber das war teuer. Warum funktioniert keiner meiner Tricks? Was hat sie, was ich nicht habe? Sie hat diesen offenen Rucksack. Und sie mag Limo. Vielleicht gebe ich einfach was ab? Das ist meine bisher beste Idee. Das wird sie lernen. Da haben wir es. Alles alle. Jetzt warte ich. Hey, oh nein. Sieht so aus, als ob was in deinem Rucksack undicht ist. Hast du da was drin, das auslaufen könnte? Nein, da ist nichts dergleichen drin. Oh, lasst euch nicht stören. Ich habe nur an ein Meme gedacht. Wirklich? Du siehst aber gerade sehr verdächtig aus. Du warst das, stimmt's? Gib's zu. Ich habe die Limo in ihre Tasche geschüttet.
Hey, geh nicht weg. Oder wenigstens nicht ohne mich. Das ist ungerecht. Warum mag mich niemand? Also, ich mag dich. Oh, naja, ich hab nichts mehr zu verlieren. Bist du überhaupt echt? Okay, Klasse, es wird Zeit für den heutigen Test. Oh, ich hab gelernt und so, trotzdem kapiere ich das nicht. Das ist ein Kinderspiel. Ich liebe diese Gleichungen. Und nun zu den Multiple-Choice-Fragen. Ich bekomme bestimmt eine 1. Was zum Henker ist hier los? Warum kann sie die Aufgaben so schnell lösen? Vielleicht kann sie mir helfen. Hey, hey du! Wie heißt sie nochmal? Stacy? Bitte, Stacy! Was? Bitte hilf mir bei diesem Test. Ich komme nicht weiter. Bitte! Oh, nö. Was? Nein? Warum denn nicht? Oh, warum ist sie so gemein zu mir? Hm, aber ich habe eine andere Idee, die ich ausprobieren kann. Dann hole ich mal mein Geld raus. Ich bezahle sie einfach dafür, dass sie mir hilft. Das müsste reichen. Stacy, Geld. Ich weiß, du magst Geld. No. Oh, nun gut. Wenn das nicht reicht, wie wär's dann mit allem? Der ganze Stapel nur für dich, wenn du mir hilfst. Hm, der ganze Stapel? Oh mein Gott, das ist so viel Geld. So viel Geld. Ich könnte mit dem Geld so viele tolle Sachen machen. Hi, ja, ich bin jetzt reich, falls du es noch nicht gehört hast. Ich könnte diejenige sein, die mit dem Geld um sich wirft. Bitte sehr, Herr Lehrer, das sollte für eine 1 reichen. Ha, niemals. So ein Mensch will ich nicht sein. Ich will dein Geld nicht, Mickey. Oh, was nützt mir das Geld, wenn ich damit nicht bestehen kann? Warte mal, sie schummelt ja. Sie hat einen Spickzettel. Ich muss doch was tun können. Wo ist meine Tasche? Okay, ich weiß, mit Geld funktioniert's nicht. Der Goldbarren ist auch raus. Oh, warum schleppe ich so viele Handys mit in die Schule? Komm schon, das muss doch hier drin sein. Na endlich! Ich wusste, dass ich mein VR-Set eingepackt habe. Das Headset ist aufgesetzt. Testen wir, ob es funktioniert. Wie cool! Das sieht so echt aus. Aber der Lehrer sitzt noch an seinem Platz. Aber in VA gibt er mir die Antworten für den Test. Dann hole ich mir eine 1+ in diesem Mathe-Test. Was zum Henker? Wo hat sie die denn her? Und was macht sie da überhaupt? Wir schreiben doch gerade einen Test. Macht sie den Test in der VR? Wie soll das besser laufen als in echt? Hey, sie schreibt die Lösung auf. Na gut, sie sieht mich nicht. Dann kann ich mich ja bedienen. Nein, Stacy, hör auf damit. Na gut, Schatz. Hier sind all deine Schulsachen. Viel Spaß in der Schule. Sei brav. Ja, klar. Oh, hier, meine Tasche ist zerrissen. All meine Sachen sind auf dem Boden. Oh, weh, Schatz. Okay, keine Sorge, ich bringe das jetzt in Ordnung. Mal sehen, hier muss es doch etwas geben, das ich verwenden kann. Es ist an der Zeit, dieses Problem zu lösen. Tada, ein brandneuer Rucksack, nur für dich. Wow, echt toll. So, ich gehe jetzt zur Schule. Bis später. Okay, Miss, welchen Rucksack möchten Sie heute zur Schule mitnehmen? Nicht diesen, der ist zu langweilig und aus der Mode. Okay, Sie haben noch diesen lila und diesen aus Gold zur Auswahl. Ja, genau, den nehme ich heute mit. Ausgezeichnete Wahl, Miss Emma. Hier, bitte sehr, Sie werden bestimmt einen schönen Tag haben. Puh, gut, dass das jetzt vorbei ist. Mama, guck mal, es wird eine Schulparty geben. Ach, wie schön, das klingt nach viel Spaß. Aber Mama, ich brauche doch etwas zum Anziehen, oder? Ja, stimmt. Hier muss etwas drin sein, das wir gebrauchen können. Mal sehen, was das ist. Scheint etwas Blaues zu sein. Es ist ein alter Blazer. Los, zieh ihn an. Hm, okay. Tja, wenigstens passt er. Ist schon mal ein guter Anfang. Aber er ist mit ekligem Mist bedeckt. Der muss weg. Nicht bewegen. Ich sauge die ganzen Spinnweben mit unserem treuen Staubsauger auf. Prima, das klappt ja toll. Jetzt dreh dich um, damit ich die Rückseite mache. Nur noch ein bisschen und... Aua, schalte ihn aus. Hey, warte mal kurz, das bringt mich auf eine gute Idee. Also gut, hier ist der Haargummi. Versuchen wir es mal.
Oh, ich verstehe. Ich werde den Haargummi so an den Vakuumschlauch binden. Und jetzt benutze ich den Sauger, um ihr Haar zu ordnen. Und dann kann der Haargummi einfach abgezogen werden. Perfekt, das waren die einfachsten Pferdeschwänze, die ich je gemacht habe. Ich glaube, ich bin bereit, zu dieser Party zu gehen. Vielen Dank für all die Hilfe, Mama. Du bist die Beste. Viel Spaß. Oh, warte, du hast die Einladung vergessen. Hallo Leute, ich bin hier auf der Party. Ha? Annie hat Pferdeschwänze und Betty auch? Sogar Liam trägt Pferdeschwänze? Ich kann nicht Teil eines Trends sein. Ich setze Trends. Hey, du bist mein Friseur, also musst du mein Haarproblem lösen. Okay, ich bin gleich da. Gott sei Dank bist du hier. Alle tragen Pferdeschwänze. Oh, wow, du hast recht. Das geht gar nicht. Aber keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Ich teile eine Strähne deines Haares, mache noch ein paar und wiederhole es dann auf der anderen Seite. Also gut, du siehst schon sehr schön aus, aber ich bin noch nicht fertig. Wir müssen etwas Glanz ins Spiel bringen. Buchstäblich, ich füge Edelsteine zu deinem Look hinzu. Perfekt, es ist Zeit für mich, dieser Party offiziell beizutreten. Das gibt's doch nicht. Sieh dir Emma an, sie ist umwerfend. Liam, ich meine es ernst, sieh sie dir sofort an. Emmas Party-Look ist der Hammer. Ich frage mich, ob ich so etwas schaffen könnte. Ich habe diese Bonbons. Ich lecke ihn kurz an und er fällt ab. Verflixt. Ich glaube, das ist nichts für mich. Wo habe ich das nur hingelegt? Igitt, eine Maus. Eine was? Eine Maus? Im Haus? Oh mein Gott. Oh, da ist mein T-Shirt. Mist, die blöde Maus hat es ruiniert. Es hat jetzt ein riesiges Loch. Mami. Schatz, geht es dir gut? Hat dich die Maus erschreckt? Nein, aber sie hat mein rotes Lieblings-T-Shirt ruiniert. Mein Gott, das ist ein sehr großes Loch. Aber vielleicht kann ich etwas aus dem Nichts machen. Wir haben ein großes Loch, das weg muss. Da haben wir es. Ich habe einfach alles abgeschnitten und fertig. Jetzt muss ich mit dem Rest des T-Shirts weiterarbeiten. Ich muss aber noch ein paar Schritte machen. Keine Sorge, das wird schon. Ich werde einfach um den Ausschnitt herumschneiden und auch ihn entfernen. Gut, dann fange ich an, in der Mitte des T-Shirts zu schneiden. Aber nur auf der Vorderseite, nicht auf der Rückseite. Ich werde diese Ränder hier oben falten und dann eine Rüsche nähen. Keine Sorge, es ist kinderleicht zu nähen. Einfach raffen und den Faden durchziehen. Fertig! Einfach vorne binden und schon hast du ein süßes Crop Top. Wow, Mama, ich bin total beeindruckt, was du da geschafft hast. Ich bin begeistert, vielen Dank. Oh, noch eine Sache, wir wollen nicht, dass du dich erkältest. Moment mal, Mama, dieser Schal hat auch ein Loch. Ach, diese doofen Mäuse, wir können ihnen wirklich nicht entkommen, nicht wahr? Was ist das? Die Maus, da läuft sie. Mist, ich habe Eis auf meine Bluse verschüttet. Verflixt. Kann dieser Tag noch schlimmer werden? Jetzt muss ich mich umziehen. Mal sehen. Nun mag ich keins dieser Oberteile. Mal sehen, was ich noch hier drin habe, was ich anziehen könnte. Oh Gott sei Dank. Sie sind hier. Perfekt. Ich brauche deine Hilfe. Ach du meine Güte, das ist eine Notsituation. Mal sehen, was ich hier habe, das funktionieren könnte. Oh, was ist mit diesem bedruckten Seidenhemd? Oh ja, das wäre gut gewesen. Hey, du hast mich verfehlt. Ups, ich wollte sie anziehen, nicht den Stuhl. Das ist schon in Ordnung. Ich habe etwas anderes, das auch funktionieren wird. Oh, die Hausmeisterei ist vorbei. Dafür sehe ich nämlich zu gut aus. Tut mir leid. Aber keine Sorge, das Beste hebe ich mir für den Schluss auf. Wie wäre es denn, wenn ich das einfach mal an mir selbst ausprobiere? Das war's. Keine schicken Möbel oder Hausmeisterin mehr. Das sollte genügen. Ich hoffe, dass dies die Kosten deckt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Puh, was für ein Tag. Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht sie im Kleiderwerfen war. Aber jetzt ist alles besser. Zeit zum Unterricht zu gehen. Na also geht doch. Diese niedliche Luftballondekoration ist fertig. Okay, mal sehen, was wir im Kühlschrank haben. Mal sehen. Ich weiß, dass sich ein spezielles Essen geplant hat. Ah, hier ist es. Gut, dass ich es beschriftet hatte. Und jetzt die Kerze. Alles Gute zum Geburtstag, Annie. Hä? Was ist das? Was ist denn da los? Eine Überraschungsparty nur für mich? Aber natürlich alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt wünsch dir was. Juhu, ich kann es kaum erwarten, meinen Geburtstagskohl zu essen. Lass mich hier nur ein Blatt abreißen. So. Lecker. So frisch. Ich nehme gleich noch ein Blatt. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so froh, dass du deinen Kohl magst. Oh, für mich? Tja, ich schätze, ich könnte auch ein kleines bisschen davon essen.
Wow, schau mal, was in der Mitte meines Kohlkopfs ist. Ein Bonbon. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Es ist auch mit Orangengeschmack. Ich weiß, dass das dein Favorit ist. Genau, aber hier ist es noch besser, wenn ich es mit dir teile. Das war der letzte Band und voilà, fertig. Hm, mal sehen, ich weiß es nicht. Wird dir das gefallen? Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Hier ist dein Kuchen. Was? Der Kuchen ist schrecklich. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Uff, nee. Können Sie das verbessern? Nun, ich sehe mal, was ich tun kann. Vielleicht kann ich stattdessen einfach ein paar dieser Dekorationen anbringen. So, geschafft. Und die sieht exquisit aus. Das ist wirklich anders. Ich frage mich, ob er ihr gefallen wird. Oh, ein Cupcake auf meinen Kuchen. Toll. Aua, mein Zahn. Mom, warum hast du mir das angetan? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Es muss doch noch etwas geben, was wir tun können. Ach ja, richtig. Sie liebt frisches Obst über alles. Mit den Produkten in dieser Schüssel können Sie sicher was anfangen. Ja, natürlich. Ich bin ja schließlich ein Konditor. Wir verwenden oft Obst. Diese Ausstechformen helfen beim Design. Ich werde sie auf den Fruchtschnitten verwenden. Sie werden niedlich aussehen. Wer will schon langweilige Früchte, wenn man stattdessen Sterne und Blumen haben kann? Nun, da sie ausgeschnitten sind, ist es Zeit, den Kuchen zu dekorieren. Zum Glück ist auf der Torte genug Raum für alle Fruchtscheiben. Und schon ist der Kuchen fertig. Voila! Wie finden Sie das? Bravo! Das ist ganz sicher ein Meisterwerk von einem Kuchen. Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Und hier ist dein Kuchen. Oh, wow. Ich liebe den Kuchen und ich liebe frisches Obst. Mmm, das ist so lecker. Nur das Beste für mein perfektes Geburtstagsmädchen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, ich bin bereit für den Schulbeginn. Hey, das sind meine Stifte. Oh nein, sie sind jetzt total zerquetscht. Unglaublich, wo soll ich sie jetzt hinlegen? Oh, bin ich etwa draufgetreten? Upsi, ich werde wohl besser meine Marker und Stifte herausholen. Hm, das sollte für heute reichen. Nun zu meinen Notizbüchern, Mappen und Heftern. Ich denke, ich kann versuchen, sie hier wieder reinzustellen. Ach du meine Güte, es ist einfach erbärmlich, ihr zuzusehen. Ich denke, ich könnte ihr etwas helfen. Hey Annie, hier, die kannst du heute für den Unterricht benutzen. Für mich? Echt jetzt? Wahnsinn! Vielen Dank, Emma. Bitte sehr. Juhu, schau dir diese tollen Schulsachen an. Ich habe eine tolle Idee. Ich nehme diese Gummibänder und spanne sie über den Umschlag der Mappe. Und jetzt werden diese Gummibänder meine Sachen an ihrem Platz halten. Ich kann sogar noch mehr auf der Innenseite des Umschlags unterbringen. Wow, da passt wirklich eine Menge rein und jetzt sind all meine Sachen organisiert und sicher. Gut gemacht, Annie. Danke, aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich schätze, es ist Zeit, mit dem Unterricht zu beginnen. Nochmals vielen Dank, Emma. Stopp, warte auf mich. Ich habe den Bus verpasst. Was mache ich denn jetzt? Hey, stimmt was nicht? Sieht aus wie ein Job für den freundlichen Obdachlosen von nebenan. Mitfahrgelegenheit gefällig? Wow! Los, spring rein! Ist das ein Pappauto? Oh ja, das ist das neueste Modell. Das Baby geht richtig ab. Schön festhalten. Ziemlich schnell, was? Fühlst du den Wind in den Haaren? Es ist fantastisch, danke! Warte, darf ich fahren? Du bist mein Gast. So aufregend, ich bin noch nie gefahren. Warte, was? Fahr langsamer. Komm, wir sind da. Und in einem Stück, irgendwie. Danke nochmal. Ich weiß das zu schätzen. Bye. Dann fahre ich gleich Essen shoppen. Zu den Müllcontainern. Piep, piep. Oh, sie kommt. Guten Morgen, Madame. Wenn ich die Tür öffnen darf. Nein. Ich verstehe nicht. Ich fahre heute nicht mit dem Auto. Wie wäre es mit dem Skateboard? Soll das ein Witz sein? Rollerblades? Wie schön sich die Räder drehen. Ach, öde. Ich habe keine Idee mehr. Außer, wir können das nehmen. Das gefällt mir schon besser. Wie cool, das sieht nach Spaß aus. Gute Idee. Schaut mich an. Nein, stopp. Man sieht sich. Eine schöne Art zu reisen. Wenigstens bekomme ich heute mein Ausdauertraining.
Hey, ja, ich bin's wirklich. Ich fühle mich so glamourös. Mal testen, was das Ding alles kann. Das ist so cool. Alle schauen mich an. Meine Fans, die mich bewundern. Ich liebe euch. Ah, das hat Spaß gemacht. Damit fahre ich auf jeden Fall wieder nach Hause. Ich gehe lieber zum Unterricht. Wow, was ist das denn? So futuristisch. Aliens müssen das hier vergessen haben. Und jetzt gehört es mir. Nie wieder Pappauto fahren. Yeah, ich fühle mich so schick. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Hä? Obdachlose haben das auch? Damit bin ich also fertig. Machen wir sie wieder hübsch. Nicht, dass sie das nötig hätten. Du sagst genau die richtigen Dinge. Der Morgen ist immer so stressig. Da sagen sie was. Aber sie entspannen sich einfach. Okay, ich denke, das ist alles. Womit möchten sie heute fahren? Wie wäre es mit dem? Im Ernst? Nein. Okay, aber das sieht gut aus. Oh, ich weiß. Ich muss kurz telefonieren. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Ja, sofort. Ein Hubschrauber? Perfekt. Das ist schon eher mein Style. Du hast eine Gehaltserhöhung verdient. Bye. Sunny, Moment. Sie haben ihre Schultasche vergessen. Oh. Du kannst mich da rauslassen. Ich sollte wirklich den Platz wechseln. Hä? Was ist das? Das ist der Untergang. Rette sich, wer kann. Relax. Ich bin's. Ich mag große Auftritte. Okay, du kannst jetzt verschwinden. Ein Glück, dass ich den zerzausten Look mag. Und? Was habe ich verpasst? Oh, danke. Unglaublich, sie ist solch eine Diva. Ist es vorbei? Wir müssen definitiv was an der Sitzordnung ändern. Oh, meine Pflanze. Schatz, gut, dass du da bist. Ich habe hier etwas für dich. Mama, was ist los? Ich hoffe, du wirst es mögen. Es ist ein Ticket für den Vergnügungspark. Wie cool, danke, Mama. Das hast du dir verdient, Sophia. Ich kann es kaum erwarten. Wow, das ist crazy. Okay, ich muss das fragen. Was geht hier vor? Du erschreckst die anderen Kunden. Ist okay, ich habe ein Ticket. Okay. Bitte, sie hat so viel Spaß. Ach, bitte, tun Sie mir den Gefallen. Du hast 5 Minuten, aber übertreib es nicht. Hui! Was für ein Tag. Das perfekte Wetter für einen Ausritt. Hey Mädel, bereit? Nicht bewegen. Und los. Ganz ruhig, Mädel. Genau wie wir es geübt haben. Das ist die beste Art, den Tag zu verbringen. So kann ich sehr gut abschalten. Wow, Mädel. Wo ist das Personal? Sie haben geklingelt. Ah, sie machen eine Pause. So ein Ausritt macht hungrig. Ich habe hier schon die Erfrischung. Ups, ich hoffe, sie hat es nicht mitbekommen. Hier, bitte sehr, Madame. Na, endlich. Was nehme ich? Ich nehme die Limo. Jetzt geh, du erschreckst das Pferd. Gewiss, Madame. Kann es noch besser werden? Ich sollte ein paar Action-Fotos machen. Bin dabei, Madame. Sie sehen fantastisch aus. Ich achte darauf, Ihre gute Seite zu erwischen. Wie bitte? Jede Seite von mir ist gut. Ich habe das Posing trainiert. So sieht es auch aus. Bezaubernd. Umarmen Sie jetzt das Pferd. Sie sind ein Naturtalent. Okay, das reicht. Jetzt posten wir sie. Na toll, die Paparazzi. Sie sind immer hinter mir her. Kann ich nicht einfach ins All fliegen wie jeder normale Mensch? Das ist so nervig. Ich bin so froh, dass Daddy mir eine neue Rakete gekauft hat. Die letzte war so altmodisch, die hatte nicht mal ein Spa. Also, wie wird das Ding geflogen? Wow, das ist cool. Es ist so still und friedlich. Wird Zeit für ein bisschen Spaß. Oh, wie halte ich an? Langsam habe ich den Dreh raus. Es ist gut, Zeit für sich zu haben. Ich kann jetzt an meinen Dance-Moves arbeiten. Wow! Mir wird langsam schwindelig. Und ich liebe es. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Selfie-Time.
Meine Besties werden so neidisch sein. Ich sollte mir ein Alien als Haustier zulegen. Oh, ich habe eine Idee. Das ist die beste Art, sich die Zähne zu putzen. Mein Zahnarzt wäre stolz. Und der Drache hob seinen Kopf und brüllte gewaltig. Hä? Wo ist der Rest? Mama? Warum liest du nicht weiter? Mach schon. Sorry, Süße. Ich habe schon beide Seiten vorgelesen. Aber ich will meine Gute-Nacht-Geschichte. Das ist unfair. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Aber was? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich male zuerst Herzen auf meine Finger. Dann noch eine Nase und ein breites Lächeln. Ich male die Herzen aus. Das sind nämlich die Augen. Jetzt noch ein zweites Gesicht auf meinen anderen Finger. Wer braucht schon Bücher? Ich kann meine eigene Geschichte erschaffen. Ich denke, ich bin soweit. Es ist Showtime. Ahem. Sophia? Hä? Mama? Hallo. Ich bin ein hübscher Prinz. Wow. Als ob ich im Theater bin. Ich liebe romantische Geschichten. Ich werde müde. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ende. Schläft sie? Es hat geklappt. Meine erste Bühnenproduktion war ein voller Erfolg. Ich lasse sie lieber schlafen. Oh, oh. Bitte nicht aufwachen. Was war das? Fast geschafft. Ach, komm schon. Schlafenszeit. Ich decke sie noch schön zu. Bereit für die Gute-Nacht-Geschichte? Romeo, oh Romeo. Wo zum Teufel bist du? Was geht? Ich meine, Wow, das ist wunderbar. Ich wünschte, mein Mann wäre auch so romantisch. Das ist so langweilig. Wo ist die Action? Buh. Was war das? So was ist noch nie passiert. Sie mag Actionfilme. Oh, okay, verstanden. Wow, toughes Publikum. Bringen wir es hinter uns. Nimm das. Weiter so. Wie findest du das, Annie? So was Schlechtes habe ich noch nie gesehen. Im Ernst? Ich hatte eine klassische Ausbildung. Wie wäre es mit einem Musical? Gebt euch mal mehr Mühe. Okay, es geht los. Cha-cha-la-la-la. Naja, dann schlafe ich ein. Vor Langeweile. Hey, für mich okay. Hey, das war's. Durch euer furchtbares Schauspiel ist sie eingeschlafen. Danke, schätze ich. Ich muss mit meinem Agenten reden. Ich gebe euch ein kleines Extra für die Mühe. Ihr habt es verdient. Cha-ching! War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Bis bald. Oh, ich kann nicht schlafen. Es ist nicht gemütlich. Und der Mond leuchtet so hell. Aber ich bin so müde. Das ist echt frustrierend. Ich muss doch was tun können. Ich hol mir lieber Hilfe von einem Nerd. Hallo, Sunny? Wirklich? Nein, nein, kein Problem, okay. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Zum Glück habe ich ein Programm genau für diese Situation. Die anderen Nerds haben gelacht. Und wer lacht jetzt? Ich muss den Satelliten bewegen. Die Regierung wird zwar sauer werden, aber es ist für Sunny. Das werden sie verstehen. Und jetzt ist der Mond verdeckt. Das ist viel besser. Jetzt kann ich endlich schlafen. Ach, endlich süße Träume. Easy. Mach nächstes Mal eine Challenge draus. Zeit für süße Träume von Sunny. Wir wären ein tolles Paar. Schule ist langweilig. Ich werde online shoppen. Oh wow, so süß. Sunny redet offensichtlich über mich. Ich sehe süß aus. Bin ich froh, dass ich die Pappe aus dem Müll gefischt habe. Ich habe sonst keine Hefte. Ah, Annie, mein Herz flattert immer, wenn du da bist. Nimm das als Zeichen meiner Liebe. Oh, wow, ein goldenes Poppet. Cool. Warte, da ist doch ein größeres. Ich liebe es. Wow, sie hat so viel Glück. Jungs haben mir noch nie was geschenkt. Sowas beeindruckt dich? Bitte. Das ist so einfach. Ich zeig dir mal ein richtiges Puppet. Mach dich auf was gefasst. Und, was sagst du dazu? Sind das
Diamanten? Oh mein Gott. Das ist fantastisch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will nur das Beste. Es wurde speziell für mich angefertigt. Das ist unglaublich. Ich habe eine Idee. Ich brauche nur meinen alten Kaugummi. Hat noch Geschmack. Lecker. Jetzt eine Blase machen. Sie darf aber nicht platzen. So weit, so gut. Ich klebe sie auf meine Pappe. Aber ich brauche noch mehr Blasen. Das macht sogar Spaß. Die sollten reichen. Mein ganz persönliches Poppet. Das ist toll. Wow, Püppi, dein Haar sieht fantastisch aus. Du bist wunderschön. Warte mal. Sag Hallo zur neuesten Puppentechnologie. Die interaktive KI sorgt dafür, dass du eine Freundin fürs Leben hast. Du bist alt, Püppi. Daddy, ich will die haben. Bitte. Danke, Daddy. Das wird der Wahnsinn. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Wow, sie ist sogar besser als erwartet. Aktivieren des Startvorgangs. Hallo, ich bin RoboDoll 3000. Wow, das ist so cool. Komm, lass uns spielen. Du hast so schöne Haare. Mein Haar ist aus Kunststoff gemacht. Oh, das ist nicht gut. Zum Glück bist du ein Roboter und hast keine Gefühle. Komm schon, fang mich. Aber du musst schnell sein. Verfolgungs- und Fangprotokoll eingeleitet. Kann mich nicht bewegen. Berechne alternative Route. Mayday. Bin fast fertig. Wow, du siehst fabelhaft aus. Wenn du das sagst. Was denkst du? Ah. Das Outfit ist süß. Was noch? Oh, das brauchen wir. Das werden wir definitiv anziehen. Exzellente Wahl. Wow. Lass es uns tun. Ja, mach mir einfach nach. Weg ist runter. Nice, RoboDoll. Der Roboter Oldschool. Schau dir all die Likes an. Fühlst du dich glücklich? Ich wurde glücklich geboren. Wow, das ist hart. Langsam, zeig keine Angst. Puh. Oh, Glück gehabt. Schau dir das an. Zu einfach. Du bist dran. Ich beginne den Druck zu spüren. Ist es hier wärmer geworden? Ich schaff das. Eine schnelle Bewegung. Und los. Nein. Ha. Viel Glück beim nächsten Mal, Loser. Das war ein Unfall. Du kennst die Regeln. Nein, nur nicht das. Gib schon her. Aber das ist alles, was ich habe. Zeit, hier ein paar Änderungen vorzunehmen. Ich hab das Sagen. Keine Hausaufgaben mehr. Und jetzt? Ich dachte, das macht mehr Spaß. Oh, ich weiß. Hallo? Ich muss dich in meinem Büro sehen. Ja, sofort. Ja? Es geht um den Test. Ich habe eine 6 bekommen. Ändere das. Oder du bist gefeuert. Natürlich. Das muss ein Irrtum gewesen sein. Sie haben eine 1. Direktorin zu sein hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, Sophia. Irgendwas stinkt hier. Guck mich nicht so an. Ich war gestern in der Waschmaschine. Dann muss das Sophia sein. Macht es dir was aus, nett zu sein? Oh, eine wunderschöne Blume. Danke. Tut mir leid. Oh, ekelhaft. Hört auf. Sophia? Was machst du? Nichts, Mama. Tu so, als ob du nichts gesehen hast. Peinlich. Kinder, zum Glück habe ich meine eigene Sockenpuppe. Und, was spielen wir? Schau mal, was ich habe. Süßigkeiten! Ich will! Es spielt keine Rolle, ob du pleite, reich oder gigareich bist. Hauptsache, du bist glücklich. Aber wenn du gigareich wärst, was würdest du dir als erstes kaufen? Schreib es uns unten in die Kommentare. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.